Herzlich willkommen auf dem Kanal Corvus Laborat. Ich habe mal wieder irgendwas vor, von dem ich nicht mal weiß, ob es funktioniert, aber ist ja normal bei mir. Und zwar, ich habe eine ganz ausgefallene Idee. Also, los geht's. Die Geld kostet, wenn ich ein Smartphone besitze. Allerdings, auf meinem äußerst runden Armaturenbrett kriege ich das Ding nicht hingestellt. Also brauche ich irgendeine Halterung, die die Kameraperspektive einer Dashcam simuliert. Dazu habe ich mir dann hier ausgesucht so ein altes Stück MDF, was genauso breit ist wie das Smartphone. Wenn man Reste hat, soll man sie nutzen. So, jetzt werde ich erstmal hingehen und hier einen Schlitz einfräsen, der so dick ist, dass die Kamera da reinpasst. Den Abstand zwischen Parallelanschlag und Sägeblatt habe ich jetzt mal auf 1 cm eingestellt. Und jetzt versetze ich den Parallelanschlag mal so grob geschätzt um 1,5 mm. Jetzt gehe ich mal hin und messe mal die Dicke von dem Smartphone plus den Zentimeter, den ich anfangs hatte, muss ich jetzt auf 2 cm einstellen und jetzt aber die Außenkante vom Blatt messen. Und nach erfolgtem Schnitt und weil das Handy hier ein paar Tasten hat, muss ich auf der Seite, da hinten, ein wenig Material abnehmen, damit bei einer Bodenwelle die Tasten nicht betätigt werden. Und nachdem ich jetzt hier diese leichte Vertiefung für die Betätigungsknöpfe, Schalter angefertigt habe oder eingebracht habe, gehe ich mal gucken, wie breit dieses Ding überhaupt sein darf. Und da werde ich das dann nachher auftrennen. An das gewünschte Ergebnis werde ich mich wohl oder übel, andersrum, langsam rantasten müssen. Also, so. Bis gleich. Das war jetzt schon mal nicht die falscheste Idee. Und jetzt habe ich mir auf den beiden Seiten meine Markierung gemacht, weil es soll ja nicht hin und her rutschen. Habe ich gedacht, wäre sinnvoller. Das ist dann wider Erwarten doch einigermaßen im Winkel und da fräse ich mir jetzt mit der Tischkreissäge eine kleine Nut rein von, muss ich messen gehen, nee, ich habe nur 2,8 Sägeblatt, also geht das jetzt einfach mal so durch die Tischkreissäge. Womit ich jetzt eine solche Vertiefung da drin habe. Und was ich dann eben schon gemerkt habe, auf der Seite stoße ich gegen die Scheibe an. Ich muss hier ein wenig einen Winkel reinkriegen. Das mache ich am Tellerschleifer. Ich habe nämlich keine Lust, die Säge umzubauen auf einen 45-Grad-Schnitt. Und wo ich schon mal dabei bin, runde ich mir eben die Kanten ab. So, die Kanten sind jetzt ein wenig runder. Ich glaube, ich gehe da nachher nochmal mit dem Handschleifpapier drüber. Und jetzt die Frage, warum ich da diese Nut drin habe. Ja, weil ich bin schwer auf Draht. Und den machen wir erstmal gerad. Weil so gefällt er mir besser. Und
und der Draht an den Enden gerundet, kommt dann in diese Nut und wird an den Enden umgebogen. Also einfach so. Und das ganze Konstrukt will ich mal ein wenig auf Schräge setzen und hoffen, dass das richtig ist. Und werde es mit Heißkleber fixieren. Das ist zwar jetzt kein Heißkleber, aber ich gehe mal probieren. Weil fest ist fest, das kriege ich nicht mehr ab. Da war ich gerade noch mal gucken. Also die geraden Teile müssen ein wenig gebogen sein, damit ich das einführen kann. Also in den Lüftungsschlitz. Und das gehe ich jetzt noch mal testen. Obwohl mir der bewegliche Charakter immer mehr gefällt. Schauen wir mal. Ich habe das jetzt mal so ausgetüftelt. Also 2 Punkte Heißkleber drauf und dann gehe ich nochmal testen. Irgendwem gefällt das nicht, was ich hier tue. Manchmal spielen die Zufälle dann eine große Rolle. Also das Ding ist weiterhin beweglich. Ich setze jetzt hier nur noch mal einen Punkt drauf zur Stabilisierung. Einfach so. Und hier vorne brauche ich jetzt irgendeine Art der Niveauregulierung. Habe ich gerade so mitbekommen. Weil das Armaturenbrett ist ja auch so gebogen und da wackelt es ein wenig. Denken wir mal doch mal nach. Mir fällt bestimmt was ein. Und weil das jetzt so schön nicht funktioniert hat mit diesem weißen Knopf, habe ich hier so eine Zylinderschraube. Und das machen wir dann auf der anderen Seite auch nochmal. Kann ja nicht mehr schief gehen, oder? Gut. Es ist manchmal gar nicht so einfach, 2 gleiche Schrauben zu besitzen. Und dann auch noch zu finden. Jetzt habe ich doch tatsächlich 2 gleiche Schrauben gefunden. Und die werde ich jetzt hier mal eindrehen. Dann gehe ich wieder probieren. Viel Zeit bleibt mir jetzt nicht mehr, habe ich gerade festgestellt, weil ich wollte euch gleich bei der Probefahrt dann mitnehmen. Und die Probefahrt findet dann statt. Wenn die Hunde der Meinung sind, es wäre Gassi-Zeit. Und so stelle ich gerade schon mal fest, dass es nicht passen wird. Weil das Ding passte eben für mich. Und die gucken jetzt wieder noch weiter raus. Das drehen wir wieder raus, machen wir wieder neu. Na gut, das könnte passen, wenn ich sie von oben reindrehe. Und wenn ich dann nachher mit den Hunden fahre, nehme ich euch einfach mal mit. Ich bin jetzt mal mit dem Auto eine Runde Probe gefahren, mit der Konstruktion hier, und habe festgestellt, also in dieser Richtung, nach dahin gehend hält, aber bei Bergauffahrten kommt mir das Telefon entgegen. Also muss hier etwas rein. Und auch da soll es ordentlich halten.
Dazu habe ich mir hier zwei Bohrungen angefertigt mit 6 mm Durchmesser und da kommen jetzt zwei Dübel rein. Wieder erworbenen Holzhammer. Und wenn ihr wissen wollt, wie man einen solchen Hammer baut, schaut in dem Video nach Hammer und Kühlbox. Ihr werdet sehen. Ich für meinen Teil werde mal eben probieren, ob das funktioniert. Und da ihr ja gesehen habt, dass mein Auto ein graues Armaturenbrett hat, werde ich das Ding in grau lackieren. Das ist zwar nicht das richtige Grau, aber die Hauptsache, es fällt nicht allzu sehr auf. Und damit diese beiden Stifte mir jetzt nicht mein Telefon verkratzen, habe ich mir zwei Schrumpfschläuche zurechtgeschnitten. Die packe ich jetzt mal da drüber. Und dann werde ich sie schrumpfen. Wer billig kauft, kauft zweimal. Das Ding habe ich gekauft vor, ja, also steht drauf 2005. Manche Sachen kann man auch billig kaufen. So. Und dann warten wir mal, bis der restliche Lack auch durchgetrocknet ist und dann machen wir mal eine Probefahrt. Ja, liebe Leute, so sieht das dann eingebaut im Auto aus. Da vorne seht ihr die Klammer, die das gegen das Verrutschen von rechts nach links verhindert. Die beiden Einstellschrauben dienen dazu, dass das nicht hin und her wackelt. Und von innen sieht das Ganze so aus. Also das ist dann der Winkel, den ihr in Zukunft zu sehen bekommt. Und hier nochmal der Anblick ohne das Telefon. Also man kann es dann auch sofort rausnehmen, weil es sind ja keine Befestigungsschrauben dran. Also die Art und Weise der Befestigung ist eigentlich für alle die, die mit irgendwelchen Leasingfahrzeugen durch die Gegend fahren, wo sie keine baulichen Veränderungen machen dürfen. So hatte ich seinerzeit das Problem mit dem LKW, den ich eine Weile gefahren habe. Man lässt sich da einiges einfallen, dass es auf der einen Seite verkehrssicher verstaut ist und auf der anderen Seite man nicht dazu gefordert wird, irgendwelche Löcher in irgendwelche Karosserie oder Anbauteile zu bohren. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Wir hören mich bald wieder. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis die Tage. Tschüss.